Die Tour de Mur geht 2023 in die 31. Auflage. Bei der dreitägigen Radtour entlang des Murradweges R2 gibt es eine Labestation in Bruck am Hauptplatz. Können Sie mir was über die Tourdaten erzählen? Die Tourdaten sind so, also beginnt von St. Michael im Lungau, ist die Abfahrt bis Zeltweg, das ist die erste Etappe. In Zeltweg ist sozusagen das Radfest immer, mit Genuss wirklich, wo man mit Preisverlosung und alles drumherum. Dann die zweite Etappe ist von Zeltweg nach Graz. Dort haben wir sozusagen eine Genusstour. Und die dritte ist von Graz nach Rackersburg. Und dort ist wirklich auch wieder ein großes Fest mit Verlosung und mit Musik und alles drumherum. Also es ist wirklich immer gigantisch und die Leute freuen sich immer, dass sie zusammensitzen können und rutschen können. Also es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja, die Stadt Bruck an der Mur freut sich, am Freitag, den 9.6. die Tour de Mur begrüßen zu dürfen in unserer wunderschönen Stadt. Ich glaube, die Tour de Mur ist eine traditionelle, sehr wichtige Veranstaltung für die ganze Steiermark. Und natürlich freut es uns, wenn viele begeisterte Radfahrer unsere Stadt besuchen, vielleicht auch nach der Tour de Mur. Es würde uns sehr freuen. Ich glaube auch, es ist unsere Aufgabe, das natürlich zu unterstützen. Wir werden durch die Labestation die Tour de Mur unterstützen und ich wünsche natürlich allen Teilnehmern ein herrliches Radfahrwetter und vor allem, dass sie alle unfallfrei nach Hause kommen. Die 31. Tour de Mur führt auch durch Bruck an der Mur. Was ist das Besondere daran? Bruck an der Mur ist immer ein Anhaltspunkt, das ist das Schöne, wo es immer die Leute immer sagen, das Bruck ist wirklich was Besonderes und da sagen sie immer, da bleiben sie lang, schauen sie die Stadt an und das ist wirklich für die Teilnehmer, da sagt man immer, das ist ein Wahnsinn und das ist wirklich sensationell und ihr seid immer dabei, Bruck an der Mur und das ist immer eine Anlaufstelle und für uns ist das sehr wichtig, dass wir da das noch mehr einbauen und das Genuss und wirklich die Kulinarik da ein bisschen mehr in Bruck genießen können. Was bedeutet die Tour de Mur für die Hochsteiermark-Tourismus? Ja, für unsere Erlebnisregion Hochsteiermark ist das natürlich eine tolle Veranstaltung, eine sehr traditionelle Veranstaltung, die jetzt wieder stattfinden kann. Und wir freuen uns schon auf viele Radler, die hier im Rahmen der Tour de Mur Bruck besuchen und wir die Möglichkeit haben, sie hier von unserer Schönheit, vom Genuss, von der Kulinarik der Hochsteiermark und speziell von Bruck an der Mur überzeugen zu können. Und wo kann man sich anmelden? Anmelden kann man sich entweder online oder beim Gigasport vor Ort. Also das ist dann Möglichkeit. Oder beim Tourismus in St. Michael, auch da hier im Tourismus, wenn es möglich ist, wenn es einer möchte. In Bruck und in Rackersburg ist es auch möglich. Vom 8. bis 10. Juni können Teilnehmer die wunderschöne Landschaft der Steiermark genießen und sich sportlich betätigen. Ein unvergessliches Erlebnis für alle Radfahrer. Mittwoch, 31.05. in der Stadthalle Kapfenberg. Bizera und Jaus. Karten sichern, bevor es zu spät ist. Kartenvorverkauf über Ö-Ticket oder in allen Sparkassen. Das Tattoo-Weekend in Leoben am Samstag, den 6. Mai von 12 bis 22 Uhr und Sonntag, 7. Mai von 12 bis 19 Uhr im Live-Kongress Leoben. Mit internationalen Top-Tattoo-Artists, Piercing, Tattoo-Contests und vielen mehr. Weitere Infos unter www.tattooeventbooking-austria.com. Für alle, die wissen wollen, was politisch im eigenen Bezirk passiert und nicht nur, was in Brüssel diskutiert wird. Für alle, deren Herz beim Feuerwehrfest höher schlägt als bei den Oscars. Für alle, die statt nur informiert zu werden, das eigene Grätzl auch mitgestalten wollen. Aus Liebe zur Region. Meinbezirk.at.
Ja, erstens mal hallo aus Leoben aus dem Kongress, ausverkauftes Haus heute bei der großen ABBA-Show, mit der wir durch ganz Österreich touren. Warum wir ABBA machen? Wir sind so ABBA-Fans und es gibt keine Gruppen, die so imposant produziert hat, so tolle Nummern geschrieben hat und einfach ein Markenzeichen gesetzt hat, damals in den 70ern, das bis heute unerreicht ist. Ich bin einfach ein ABBA-Fan. Ich finde es sehr gut, dass man zum Mitmachen bewegen und dass man nicht nur schaut und eben zuhört. Sehr super Konzert, gut organisiert, gut besucht, spannende Geschichte. Einfach toll, also ich bin wirklich fasziniert, das gefällt mir wirklich sehr gut. Hätte ich mir nicht erwartet, ehrlich gesagt. Also sehr positiv überrascht.